Das Rückwärtssprechen ist eigentlich ein kleines lustiges Beispiel dafür, wie man beim Denken die Richtung wechselt. Das habe ich als Kind entdeckt und man kann daraus lernen, dass Kinder sehr spielerisch durch die Welt laufen. Also ich habe so Ortsschilder rückwärts gelesen, ich komme aus Stockelsdorf, das heißt rückwärts Frotzlokatz. Also wir müssen auch als erwachsene Menschen im Business lernen, die Welt zu sehen wie Kinder. Und das hilft dabei, beim Denken die Richtung zu wechseln und neue Bedeutung zu finden. Wir müssen uns erinnern, also wir dürfen gerne mal überlegen, Mensch, was fand ich früher toll. Wir müssen vor allen Dingen im Alltag sehr sensibel dafür werden, wann und wo wir Spielfreude empfinden. Das heißt im Business, ich muss genau gucken, wann und wo habe ich Spaß mit Kollegen und im Team Ideen zu entwickeln. Wenn ich merke, es funktioniert nicht so, wie wir hier sitzen, wie wir in den Büros verteilt sind und wie wir die Türen hinter uns zumachen, dann muss ich mal die Truppe nehmen, rausgehen, nach draußen mich auf die Wiese setzen und eine neue Situation schaffen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine Führungsaufgabe. Mitarbeiter bringen in der Regel schon ein kreatives Köpfchen mit. Wir Menschen haben das Gehirn als Veränderungsorgan. Es muss nur in einem Kontext zur Geltung kommen können, in dem ich dieses Innovationsklima habe. Führungskräfte müssen sich um zwei Dinge kümmern. Sie müssen Vertrauen schaffen. Sie müssen Mitarbeitern vertrauen. Sie dürfen nicht das Gefühl der Kontrolle, sondern das Gefühl des Vertrauens vermitteln. Und sie müssen für Vernetzung sorgen. Sie müssen dafür sorgen, dass Menschen offen miteinander reden, ihre Ideen und Gedanken austauschen in einer vertrauensvollen Grundatmosphäre. Die Mitarbeiter sollten auch mal die Chefs anklopfen, wenn sie am Arbeitsplatz das Gefühl haben, ich komme mit meinen eigenen Ideen nicht zum Zuge. Jeder Mitarbeiter sollte wissen, ich habe oder ich will ein Recht darauf haben und ich will mir ein Recht darauf nehmen, auch meine eigenen Ideen auszuprobieren. Und wenn ich mir hier Innovation auf die Fahnen schreibe oder es steht in den Unternehmenswerten, dann muss ich auch sagen, hey Chef, das steht bei uns auf der Internetseite, wir sind innovativ, aber ich komme mit meinen Ideen nicht zu Gange, darüber müssen wir reden. Also es sind eigentlich zwei Umgebungen und das ist auch ganz typisch. Ich komme ja aus Berlin. In Berlin ist ein heißes Kesselchen. Also ich bin kreativ, wenn ich in Berlin mit Leuten zusammenkomme, auch in der künstlerischen Szene, in der Kreativszene, mich mit denen austausche und viel Lebendigkeit habe, ist das eine. Das andere ist, ich fahre raus aus Berlin, ich fahre aufs Land. Ich bin auf dem Wasser unterwegs oder lasse die Seele baumeln und bin für mich. Das sind eigentlich die beiden Atmosphären. Und ich glaube, der Mensch braucht beides. Ich brauche dieses Vernetzen, dieses Schnelle, dieses Ping-Pong hin und her spielen und ich brauche die Situation, in der ich wirklich die Seele baumeln lassen kann. Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.